Hallo und guten Morgen. Willkommen zum Servus Studio Buzz Podcast Episode. Keine Ahnung. Ich freue mich, dass ich wieder hier mit euch sitzen kann und ein bisschen erzählen kann von den Sachen, die ich so in der letzten Zeit gestrickt und gehandarbeitet habe. Mein Name ist Doug und ich komme zu euch aus Albuquerque in New Mexico in der Wüste von Amerika. Ja, es ist schon eine Weile her und ihr könnt euch bestimmt denken, da ist natürlich einiges passiert in der Zwischenzeit. Und zuallererst fällt euch vielleicht auf, dass ich hier so komische Dinge an meiner Schulter habe. Plus Fäden. Irgendwo. Ja, und da werdet ihr denken, das kommt euch doch vielleicht bekannt vor. Ja, ich habe mich an das Strickstück gewagt, was ich euch vor ein paar Wochen oder sogar Monaten gezeigt habe. Und zwar war es etwas, was ich bestimmt schon vor 3 Jahren oder so fertig gestrickt hatte. Und das hing dann sogar eine ganze Weile in meinem Wollladen hier in Albuquerque. Aber das Problem war, und wenn ich die Fotos finde, packe ich die euch auch hier rein. Guten Morgen, meine Tochter. So ist es in diesem Haus. Irgendwie ständig ist irgendwas los. Na gut. Wo war ich stehen geblieben? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Doch, natürlich habe ich eine Ahnung. Ich habe euch erzählt von dem Shirt. Also, dieses Shirt, um das mal ein bisschen abzukürzen, das Shirt hatte kurze Ärmelchen dran und dass die Armöffnung war viel zu weit. Das heißt, also ich hatte einen wahnsinnig breiten Ärmel und hatte dann ein breites, kastiges Oberteil mit breiten Ärmeln. Also es sah einfach angezogen völlig unmöglich aus. Jetzt habe ich also Folgendes getan. Oh, ich sehe hier gar nicht. Ich muss immer mal aufpassen, weil die Katzen draußen sind und wir haben hier so ein Habicht. Also, was ich jetzt gemacht habe, ich habe vorne gar nichts verändert. Also auch dieser Wasserfallkragen, der fiel ursprünglich nicht so schön, wie er das jetzt tut. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, dass ich hinten mir so ein Razorback da draus gemacht habe. Ich drehe mich mal so ein kleines bisschen um. Und ich habe das auch noch nicht zugenäht, weil ich immer noch über eine Sache im Zweifel bin. Ich habe, glaube ich, übrigens 3,5 Nadeln benutzt. Das Garn, ich habe alles abgesucht. Ich finde es einfach nicht. Weder das Label, noch habe ich damals anscheinend ein Projekt in Ravelry angelegt. Aber das Garn hat auf jeden Fall irgendwie auch einen Leinenanteil, Baumwolle natürlich. Ich glaube, keine Wolle. So, und also der Rücken, das war also so, dass ich das zweimal den Versuch gestartet habe, weil ich sowas noch nie gemacht hatte und einfach mal probieren musste, wie kommt das hin, wie ist die Kurve. Also ich habe mir das vorher nur so grob überlegt gehabt, wie ich da abkette die Maschen, also mit Metermaß draufgelegt und so ein bisschen rumgezählt. Aber das erste Mal, als ich es gestrickt habe, hat mir die Kurve nicht so gut gefallen. Dann habe ich es aufgetrennt, habe es nochmal gemacht und so wie es jetzt ist, gefällt es mir richtig gut. Ich drehe mich mal ein bisschen um, dass ihr das hoffentlich sehen könnt. Ja. Und ich habe oben im Nacken auch einen kleinen Halsausschnitt gestrickt. Jetzt ist das Problem Folgendes, und ihr habt es vielleicht schon gesehen, meine Güte, Doug, ich sehe deine Unterwäsche, genau so ist es. Das nervt mich. Ich habe also, bin jetzt am Überlegen, wie ändere ich das nochmal so, dass dieser Armausschnitt nicht zu groß ist, weil er eben immer noch zu groß ist. Ich dachte, dass es also so ist, dass ich das hier so ein bisschen auch so, vorne war es ja, ja, vorne habe ich den Armausschnitt genauso gelassen, wie er vorher war, ne? Also dieser relativ große. Aber dann habe ich gedacht, dadurch, dass es halt hier zusammenkommt,
verkleinert sich das. Aber ich glaube, also das, meine Theorie kommt nicht hin und ich denke, wenn ich das trage, wird mich das stören, dass ich da ständig drauf aufpassen muss, was ich ziehe ich drunter an, was guckt raus oder was eben, ne, das stört mich. Und ich denke, dass das, was ich machen muss, ist also tatsächlich nochmal hinten verkürzen und auch vorne ein bisschen was wegmachen. Und jetzt seht ihr schon, da ändert sich genau das, was ich möchte. Ich wollte euch das nochmal zeigen, auseinandergenommen. Und jetzt stehe ich hoffentlich jetzt nicht gleich runter, damit ihr nochmal seht, wie das geht. Also vom Stricken her, ich habe hier eine kleine Armöffnung gemacht, habe dann zugenommen hier, in welchem Abstand und so weiter, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Aber nicht besonders steil. Also diese Zunahme nach außen ging so ganz leicht so. Und dann näht man, also man kettet oben gerade ab, man macht also hier keinerlei Schulter. Ah, und diese Schulter, die von hinten kommt, die habe ich an diese Seitennaht angenäht. Entschuldigung, ich muss immer mal an der Kamera vorbeigucken, dass ihr das Richtige seht. Und zwar habe ich da nämlich einen Spiegel, damit eben die Videoqualität besser ist. Jo, und da habe ich also, glaube ich, nur 5 Maschen für die Schulter. Jetzt mache ich das mal wieder zusammen. Ja. Ich wollte euch einfach mal dieses Zwischenstadium gerne zeigen, einfach damit ihr mal so diesen Prozess miterleben könnt. Und der Grund dafür, warum ich jetzt auch so lange nicht aufgenommen habe, ist übrigens, dass ich mit meinem Mann eine kleine Reise unternommen habe nach Utah und Colorado. Ein bisschen eine Brise, ich hoffe, das hört man nicht. Ich hoffe nicht, dass das den Sound für euch verschlechtert. Ja, also wir haben auf jeden Fall eine kleine Reise gemacht. Ihr könnt es euch denken, extra vorsichtig und mit richtig viel Strickzeit. Und da habe ich also hieran gearbeitet, obwohl ich das natürlich im Auto und so war, das teilweise irgendwie ein bisschen schwieriger, weil wir halt viel, viel unterwegs waren. Wir waren in Nationalparks und es war einfach irgendwie mega, mega schön. Du, das Reisen ist anders, weil man so ständig dieses Gefühl hat, man hat so ein Damoklesschwert über sich hängen. Also man muss ständig ja, sich dessen bewusst sein, dass dieser Virus da draußen rumschwirrt und man muss einfach vorsichtig sein. Man sitzt draußen, wenn man essen geht, nach Möglichkeit. Wo man versucht, diese länger an einem Ort zu wohnen, weil man dann natürlich im Zimmer das Zimmer sauber macht. Also nirgendwo hätten wir Zimmerservice jetzt gehabt, hätten wir aber auch sonst abbestellt. Einfach damit wir gehen dann rein und mit der Desinfektionssprayflasche und wischen mal einmal alles ab. Und aber natürlich bist du nie sicher, ne? Du bist mehr exposed, wie man im Englischen sagt, einfach wenn du draußen bist, ne, und unterwegs bist. Aber wir sind seit 2 Wochen zurück, insofern alles gut, ja. So, und aber das zum Thema, da war mehr Strickzeit unterwegs und deshalb habe ich das hier schon ganz am Anfang mal angegangen, was natürlich vom Stricken her nicht so aufwendig war. Ich habe jetzt 3 kleine Knäuelchen übrigens übrig gehabt und ich denke, das wird dann noch mehr werden, wenn ich noch mal hier rangehe, weil ich denke, auch hier im vorderen Bereich werde ich noch mal bestimmt so 3 bis 4 Zentimeter abtrennen, um den Armausschnitt zu verbessern. Ja,
habe schon mal eine Konferenz mit meiner Tochter gemacht. Die sagte, oh, ist doch okay, ist doch okay. Aber ja, die ist 18. Das würde vielleicht bei ihr gehen, bei mir nicht mehr unbedingt. Ich bin ein bisschen älter. Wenn ihr wissen wollt, wie alt ich bin, fragt mich, dann kann ich es euch auch mal erzählen. Es macht mir eigentlich nichts aus. So, mal ein Schlückchen Wasser. Prost. Dann habe ich mitgebracht, um es euch nochmal zu zeigen, das wunderschöne Madame Papillon, was ich gespannt habe. Einfach wirklich nur ein richtiger Traum. Und ich muss sagen, ich hatte euch ja das letzte Mal gezeigt, dass ich da an manchen Stellen so asymmetrische Geschichten gekriegt habe durch meine Improvisation, so wie hier. Also wenn, das fällt überhaupt nicht auf. Also wenn ich sie suche, diese Stellen, dann finde ich sie natürlich sofort. Das ist mega einfach, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das Tuch angucke, obwohl ich echt da ein Perfektionist bin. Ich gucke nicht das Tuch an und denke, ach, so ein Mist hätte ich das nur nicht so gemacht. Nö, im Gegenteil. Ich finde die Größe toll, ich finde die Farbe absolut genial und ich bin richtig, richtig zufrieden damit, wie das Tuch geworden ist. Vor allen Dingen auch die Größe ist richtig geworden für mich, so eine Größe, die ich gerne mag. Und ja, wenn ihr das Tuch auch strickt oder gestrickt habt, denkt dran, dass ihr eure Bilder bitte in die Zeros-Gruppe stellt auf Ravelry und auch, dass ihr bitte eine Projektseite anlegt, weil ja die Designerin so super netterweise angeboten hat, dass sie für diejenigen, die eine Projektseite angelegt haben, dann mit ihrem fertigen Tuch, dass sie dann auch ein anderes Muster nochmal, dass ihr euch dann ein anderes Muster von ihr aussuchen könnt, was ich so mega nett gefunden habe. Ja, so sieht's aus. Ganz, ganz happy. Ihr könnt übrigens ein paar super schöne Bilder angucken. Ich habe das schon ganz oft gesagt. Oh, jetzt kommt hier eine Brise. Hoffentlich nicht zu laut. Ich warte mal einen kleinen Moment. Ja, jedenfalls. Hey! Also ich würde mich riesig freuen, wenn ihr euch mit mir auf Ravelry anfreundet. Ich bin da Paper Duck, genauso auch auf Instagram. Und ich bin jemand von denen, die wirklich also gerne bei Ravelry bleiben. Und also ich werde weiterhin genauso wie vorher Ravelry benutzen. So wie ich gehört habe, ist also da haben einige Leute richtige Probleme gekriegt mit dem neuen Layout und der Helligkeit. Mir hat es im Gegenteil total gut gefallen, obwohl ich immer ein bisschen Probleme habe, mich auf dann so was Neues einzulassen, wenn ich so alles gewöhnt bin. Ich bin allerdings mittlerweile auf das alte Design zurückgeschaltet. Hey, das kann jeder ja machen, wem es nicht gefällt. Und für mich war aber der Grund, dass ich dann den Friend-Feed nicht mehr so schnell gefunden habe. Also ich mache das total gerne, habe ich schon oft davon gesprochen, dass ich auf meine Friends Activity klicke und gucke, was ihr so gemacht habt, was ihr für neue Sachen angeschlagen habt, vielleicht gefavoritet habt, was es bei euch so gibt an neuem Stash, falls ihr das alles so reintut. Und das macht mir einfach totalen Spaß. Es ist dann wie wenn ich so eine Zeitschrift durchblättere, finde ich irgendwie total klasse. Ja. Und diesen Feed von den Friends, den habe ich irgendwie nicht
problemlos gefunden auf dem neuen Ravelry. Also da ist irgendwas verändert und deshalb habe ich dann zurückgeschaltet. Und meine Meinung zu dieser massiven Kritik an Ravelry, die da im Moment auf einigen Plattformen abgeht, ist einfach nur, hey, die haben sich vor vielen, vielen Jahren, mal ohne zu wissen, wo das hingeht, diese Reise, haben sich ein paar Leutchen die Mühe gemacht und haben das gemacht für alle Stricker. Und das hat unsere Strickwelt völlig verändert. Und warum muss man jetzt an dem Punkt, wo mal eine Sache nicht so gut gelaufen ist, irgendwie die Leutchen kreuzigen? Nö, finde ich absolut falsch und nicht gut. Und weißt du, solange es alles gut war, hat man dem geschenkten Gaul nicht ins Maul geguckt. Und das gilt aber genauso gut jetzt. Ne? Für alle Nutzer ist diese Plattform kostenlos. Die Designer zahlen Gebühren für ihre verkauften Patterns, für ihre verkauften Muster. Und ja, und aber jeder Nutzer nicht. Okay, dann seid einfach nett mit eurer Kritik. Und das geht jetzt nicht an euch persönlich, sondern das geht an die Leute, die hier diese Plattform und die Leute, die daran arbeiten und mit Sicherheit ganz viel Zeit und Mühe reingesteckt haben, die da jetzt im Moment diesen Kreuzzug gegen die machen. Nee, also das finde ich absolut unnötig. Also das geht auch auf eine völlig andere Art. Sorry. Ja, das nur dazu. Und weiter geht's. Auf meiner Reise habe ich auch ein paar Socken fertig gekriegt, die ihr auch schon ein paar Mal gesehen habt. Ich bin ja nicht die schnellste Sockenstrickerin. Fertig heißt bei mir wie immer noch mit diesem kleinen Fädchen dran. Also ich hoffe mal, dass... Oh, sorry. Jetzt habe ich gerade die Katzen völlig erschreckt. Mal eben gucken, ob das Bild für euch hell genug ist. Ich möchte ja nicht, dass ihr mich als schwarzen Schatten seht. Ja, also diese wunderschönen sind Socken sind fertig, bis auf die Fäden vernähen. Die wird ja wahrscheinlich meine Tochter kriegen. Da ist der zweite. Also ich habe die irgendwie in meinen Strickkorb des Grauens in der Tasche. Einer von meinen Taschen, habe ich die da rein. Das ist der Rest meiner Wolle. Und da lagen sie jetzt, seit ich zurück bin. Typisch. Ist ja kein Grund, gibt ja keinen Grund, sich zu beeilen. Ne? Was klappert da? Die Nadeln habe ich da natürlich noch drin. Aha. Die Wolle, diese wunderschöne Färbung war von Jinx Yarns. Wenn euch das total gut gefällt, dann müsstet ihr auf Ravelry im D-Stash gucken. Auch wieder so eine geile Funktion, die unsere Plattform hier uns anbietet. Also man sucht das Garn, wenn euch das interessiert. Ihr könnt also gucken, eine Suche machen unter Yarns bei Jinx Yarns, dann könnt ihr gehen zu Stashes und von da aus kann man hinkommen zu, was die Leute verstrickt haben und wie das dann aussieht, aber auch zu Trade or Sell. Ich weiß dann immer nicht, wie das auf der deutschen Variante heißt, aber wahrscheinlich tauschen und verkaufen, ne? Ja. Und so hatte ich diese Wolle damals auch gefunden, weil ich glaube, das ist ein BFL-Sockengarn, was ich so gerne mal ausprobieren wollte. Genau. Und ich kannte aber die Laura von ihrem Podcast, der allerdings, den gibt es nicht mehr. Der ist auch nicht mehr auf YouTube. Jo, so sieht es aus mit den fast 99,9% fertigen Socken. Und dann ist noch etwas fertig geworden. Und zwar noch ein Tuch. Meine Elfenstille ist fertig geworden. Und zwar sieht die so aus.
Und ich habe im Moment so das Gefühl, ich habe zwei Tücher gestrickt, die ich gar nicht toppen kann. Und dabei bin ich kurz davor, noch ein neues Tuch anzuschlagen und denke so, oh, aber die sind doch auch so mega toll. Aber ich erzähle euch jetzt mal ein bisschen was dazu. Die Madame Papillon hatte ich ja mit 3,5er Nadeln gestrickt. Dieses Tuch habe ich mit 4,0er Nadeln gestrickt. Und was ich so absolut irre finde, weil ihr könnt zwar sehen, dass es so leicht durchsichtig ist, aber eigentlich für 4,0er Nadeln nicht so sehr. Und der Grund ist, dass dieses Garn, was ich verwendet habe, ist handgesponnen und kardiert auf meiner Kardiermaschine. Und das war also eine Rohwolle. Also ich habe das nicht als Kammzug gekauft und dann nochmal aufbereitet, sondern ich habe das als gefärbte Rohwolle gekauft, also eine braune, die so leicht überfärbt war. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann an eurem Ende. Ich habe am Anfang mal irgendwann gesagt, dass da blau und grün drin war. Das stimmte also überhaupt nicht. Das war also irgendwas anderes. Keine Ahnung, wie ich da drauf kam. Da ist also ein Hauch von Rot mal reingeschmissen worden in diese braunen, graubraunen Schafwolllocken. Und als ich euch das Tuch das letzte Mal gezeigt habe, war ich hier und habe dann weiter gestrickt. Ich muss dazu sagen, dass dieses Tuch von mir ganz, ganz doll modifiziert worden ist. Und zwar, zum einen habe ich hier das Tuch mit Garter Tab angefangen. Und ich glaube nicht, dass es dafür einen deutschen Ausdruck gibt. Und zwar strickt man so einen kleinen kraus gestrickten dreimaschigen Streifen und nimmt dann an der langen Seite, also der Streifen ist vielleicht so 3 cm lang, man nimmt dann an der langen Seite entlang Maschen auf und auch dann an der anderen kurzen Seite und so ist dann also der Beginn des Tuches. Die weiteren Zunahmen und das Tuch Elfenstille von der Designerin, die sich Fadenstille nennt übrigens, das ist, da war, bin ich mir jetzt auch nicht mehr hundertprozentig sicher, wie sie die Zunahmen gemacht hat. Also das Tuch ist auf jeden Fall kostenlos, die Anleitung und man kommt über den Link von Ravelry, kommt man zu dem Blog und kostenlos natürlich, ne, wie gesagt. Und ich kann mich jetzt aber nicht mehr erinnern, ob hier in der Mitte, ob sie die Zunahmen, die ich zwar von der Anzahl her gleich gearbeitet habe, aber ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, ob sie das auch in der Mitte hier mit einem Umschlag macht und ob da an der Kante auch so ein Umschlag jeweils ist mit noch einer zweiten Zunahme. Also man nimmt in jeder zweiten Reihe zwei Maschen an der Außenkante zu und natürlich entlang der dieses Mittelbereiches natürlich dann auch beidseitig mit einem Umschlag. Und dadurch, dass hier nicht nur eine Masche zugenommen wird an der Seitenkante, sondern zwei, bekommt das Tuch dann diese halbmondförmige Form. Ich hatte eins weggelassen und zwar hatte ich so einen Spaß mit dieser tollen Wolle zu stricken, die so elastisch war und so hautschmeichelnd, dass ich auch immer gesagt habe, oh, ich will da echt einen hautengen Anzug von haben, einen Ganzkörperanzug. Aber ja,
deshalb habe ich dann irgendwie, ich wollte nur stricken. Ich wollte nicht nach einem Muster gucken, ich wollte auf nichts aufpassen und habe einfach nur neben den Zunahmen dann immer, wenn ich dran gearbeitet habe, hier glatt rechts gestrickt. Und als ich dann irgendwann gedacht habe, das könnte jetzt mal so langsam eine gute Größe sein, um das Lace-Muster zu beginnen, da habe ich das dann so gemacht, ich habe nicht wirklich die Maschen gezählt und nicht wirklich drauf aufgepasst, wie viel Maschen man haben soll, bis man das anfängt, weil ich ja wirklich nicht wirklich nach dem, wirklich nicht wirklich nach dem Muster gestrickt habe. Ich habe also hier nur dann darauf geachtet, dass natürlich von der Maschenzahl für den Rapport, weil ich wollte natürlich, dass der Rapport dann in der Mitte hier passt und musste also dann praktisch rückwärts zählen, um den richtigen Anfang vom Rapport zu haben. Und ihr seht schon, da bin ich dann also so ein kleines bisschen hier, kann man das sehen? So praktisch ein kleines bisschen, zwei oder drei Maschen, die ich da drin schon war, also wo ein Teil vom Rapport nur verwendet wurde. Ich hoffe, das macht Sinn. Ne, sorry, Leute, das ist echt heute, denke ich, nicht besonders hilfreich für euch, aber ich hoffe, es interessiert euch trotzdem, was ich da rumgebrokelt habe, weil ihr müsst da durch, ansonsten müsst ihr mal 10 Minuten vorspulen. Ne? Ich habe nämlich noch eine weitere Sache verändert. Die Designerin sagt, ihr braucht hier nicht mehr diese Zunahmen von der Kante weiterzuarbeiten, aber ich bin manchmal so ein bisschen eigen. Wenn ihr mir ein Lace-Tuch gebt, was gerade geht und hat dann die Lace-Kante so abgehakt. Also ich meine, klar kannst du da so ein bisschen was noch rausspannen, aber eine abgehackte Kante, ich mag das einfach nicht, obwohl man das, muss ich dazu sagen, auf den Bildern von diesem Tuch sah das wirklich nicht so aus, nie so aus, wie es mich gestört hätte. Allerdings habe ich mich trotzdem dafür entschieden, hey, ich mache das weiter, diese Kantenzunahmen und tu den Chart dann irgendwie angleichen. So, wie es mir in den Sinn kommt und wie dann, also ich meine, man weiß ja, wie das dann geht, dann hast du irgendwann ja wieder einen ganzen Rapport und kannst deine ganze Wiederholung dann stricken. Oder man weiß auch, hey, sobald ich hier die zwei zusammenstricke, muss da drüben der Umschlag hin. Also das ist ja irgendwie klar, ne? Außer man ist ein ganz völliger Anfänger. Ich habe das dann bis, glaube ich, zum letzten 4 oder 5 Zentimetern auch tatsächlich so weitergemacht. Nur bis dann, also man nimmt ja auf der rechten Seite immer zwei Maschen zu, habe ich ja schon gesagt. Und nur ganz zum Ende zu, ich glaube für die letzten 4, 5 Zentimeter, da habe ich dann nur noch eine Masche zugenommen mit dem Umschlag, damit diese Kante natürlich genauso bleibt. Ich habe also zweimal dieses elfenstille Muster, ich glaube, wie nennt sie das denn? Eichelmuster? Oh, keine Ahnung, sieht nach einer Eichel aus, oh, finde ich. Und da habe ich, also es gibt das kleinere und dann das größere. Habe ich also zweimal diesen Rapport gestrickt. Ich glaube, man hat da auch noch andere Optionen in ihrer Anleitung. Dann ist bei mir aber Folgendes passiert. Jetzt muss ich gerade hier mal meine Tüte suchen. Ich hoffe, das raschelt jetzt nicht zu laut und ich zeige euch mal, was ich von meinem Garn übrig habe. So viel. Das war, nee, stimmt nicht. Das war das, was ich von der Hauptfarbe übrig hatte.
Und dann hatte ich aber noch einen Ministrang. Man hat ja, wenn man spinnt, hat man ja manchmal noch mal was übrig auf der Spule. Das habe ich also dann mit sich verzwirnt und hatte also noch einen Ministrang. Aus irgendeinem Grund, und ich entschuldige mich mal dafür, dass hier immer mal wieder so eine leichte Brise kommt. Ich hoffe, dass das den Ton nicht für euch ruiniert. Witzig. Habe ich vorhin noch gesagt, kein Blau und kein Grün. Und jetzt sehe ich da so einen leicht blauen Farbstich in diesem Knäuel. Witzig. Ja. Egal. Okay. Also, ich wollte also, weil diese Wolle so traumhaft schön ist, wusste ich möchte alles bis zum letzten Rest verstricken. Soweit es geht. Ich habe also dann irgendwann abgewogen, wie viel Gramm brauche ich für eine Reihe. Das war dann so ungefähr 1 Gramm. Ich wusste also, ich habe dann gewogen, wie viel habe ich noch, wie viel wiegt mein Ministrang. Und ich wusste dann, Mensch, ich kann wirklich da noch einige Reihen dran machen. Ich wusste aber, es wird nicht nochmal dieses ganze Lace-Muster geben, weil das würde ja tatsächlich so viel werden. Na, das war ja wirklich eine ganze Menge Entschuldigung, von Fingerspitze zu Fingerspitze. Okay. Dann habe ich gedacht, was machst du da jetzt? Und das habe ich mir, also ich habe es mir nicht wirklich von dem Madame Papillon-Tuch abgeguckt, aber ich dachte so, weil ja hier auch schon so ein Lochmuster hochgelaufen ist, dann habe ich gedacht, oh, das kannst du gerade so weitermachen. Du machst dann weiter Lochmuster und genau so habe ich das dann gemacht. Es war also, ich habe mir keinerlei Notizen gemacht. Es war eine ganz intuitive Sache, die ich hier gemacht habe. Und die finde ich letztendlich dann total schön zu dem Tuch passt. Also ist ja jetzt nicht so, dass man da hinguckt und denkt, was hat sie denn da gemacht? Nö, das passt. Ich habe übrigens euch unterschlagen, dass ich auch in der Mitte rumgewurschtelt habe. Und das könnt ihr schon sehen. Also auch in der Mitte sagte die Designerin, dass es nicht nötig ist, dass man hier einfach nur diese Spitze rund arbeiten kann, ohne in der Mitte diese Mittelmasche und diese Mittelzunahmen weiterzuführen. War auch sowas, wo ich gedacht habe, oh, ich hätte lieber in der Mitte auch eine Spitze. Und das ist auch, finde ich, sehr gut gelungen. Ja. Ja, und ich habe dann, jetzt muss ich mal überlegen, wie das dann war. Also ich bin wirklich hingekommen mit der Wolle bis, also das war dann meine letzte Reihe. Da habe ich dann entschieden, okay, jetzt mache ich Schluss. Und zum Abketten wollte ich dann diesen Mini-Strang nehmen, der dann übrigens, der auch noch mal in sich einen Knoten hatte. Deshalb waren das hier dann diese 2 kleinen Knäuelchen. Und habe dann den größeren genommen zum Abketten, weil der ein Hauch heller ist, wollte ich nicht den, also ich hätte ja mit diesem ersten Strang fertig stricken können und dann mit dem weitermachen, aber ich habe mir gedacht, oh, vielleicht sieht man das, vielleicht fällt es dann auf. Und also ich glaube, mir fällt es auf, wenn ich so genau hingucke und darauf achte, sieht man das jetzt eigentlich oder nicht, dann sehe ich es. Aber ansonsten ist es, weiß ich nicht, ob man es gesehen hätte, wenn ich das nicht gemacht hätte, dass ich komplett neu mit dem Strang angefangen hätte. Ja,
Auch wieder ein ganz, ganz tolles Tuch. Das Einzige, was ich total schade finde, ich hatte so versucht, ob ich mir das so um die Schultern schlagen kann und hinten hinterm Rücken dann verknoten kann. Und dafür fehlen mir wirklich so pro Seite 10 cm. Aber man kann nicht alles haben, ne? So war das mit meinem Elfenstille-Tuch. Ein wunderschönes Projekt, was mir total viel Spaß gemacht hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich das auch noch mal irgendwann stricke oder zumindest als, sagen wir mal, als Konzept verwende, ne? Vielleicht auch mit einem anderen Lace-Muster unten. Ja, beziehungsweise war das ja dann quasi mein eigenes Konzept, weil ich da so viel abgeändert habe. Hört einfach nicht auf mich, ne? Und dann habe ich noch etwas Neues angefangen. Das war jetzt also quasi so 4 zu 1. 4 Sachen fertig. Nee, das ist ja noch nicht fertig. Also 3,5 Sachen fertig quasi. Und aber dann noch etwas Neues angefangen. Und da wollte ich mal der Caro ein Dankeschön rausschicken von Caros Fadenreich, weil die ist dran schuld, dass ich mir dieses Tuch als nächstes vorgenommen habe. Die hat nämlich gesagt, oh, das musst du unbedingt stricken. Und das habe ich dann gemacht. Und zwar spreche ich von den Honeycomb Shawl von der Kirsten Kapur. Ah, dieses Tuch habe ich begonnen mit 3,5er Nadeln. Ich habe dann, wie das dann so ist, drei Garne waren schon bereit in der Tüte mit dem Muster zum Anschlagen. Was habe ich dann gemacht? Ich habe tatsächlich nur eins der Garne verwendet, weil ich irgendwie gedacht habe, oh, da wären ja noch andere. Ne, zwei, stimmt nicht. Vier Garne waren in der Tüte und zwei davon habe ich verwendet. Weil, wie gesagt, ich war in meinem Stash und habe dann gesehen, oh, das wäre ja auch toll, das wäre ja auch toll. Habe dann da noch rumgesucht und habe so. Jetzt geht's weiter. Meine Mutter hat mich gerade angefacetimed. Machen wir. Wir sprechen ja eigentlich jeden Tag. Heute habe ich gedacht, naja, nimmst erst den Podcast an, rufst dann die Mama an. Aber meine Mama war ganz besonders aufgeregt über etwas. Und zwar hat sie mir erzählt, dass sie wieder ein Päckchen gekriegt hat von einer lieben Zuschauerin. Und deshalb habe ich gedacht, oh klasse, gut, dass ich das weiß. Dann kann ich nämlich gleich was dazu sagen. Und ich wollte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Du weißt, wen ich meine. Und auch nochmal allen anderen ein ganz, ganz herzliches Dankeschön sagen. Meine Mutter und eine Gruppe von alten Damen, die machen ja eine. Die stricken ja für einen guten Zweck Socken. Das heißt, die stricken die Socken, die werden dann verkauft und das gesammelte Geld wird gespendet. Das heißt, früher, man beachte das Wort früher, früher mussten die Damen Wolle kaufen. Also die haben immer versucht, halt Schnäppchen zu machen. Ist gerade wieder hier etwas windig. Die haben also versucht, preiswerte Wolle zu kaufen oder irgendwo eine größere Menge zu bestellen. Hey, Wind! Beide Katzen sind jetzt hier bei mir. Ist ja witzig. Die finden das klasse, dass ich das hier draußen mache. Entschuldigung. Also, nochmal zurück zu der gespendeten Wolle. Ich wollte euch ganz, ganz herzlichen Dank sagen. Meine Mama und ihre Gruppe, ich mache jetzt gerade nochmal eine Pause wegen dem Wind. Meine Mama und ihre Gruppe, die haben schon
so viele Wolle bekommen, dass sie nicht mehr Wolle kaufen müssen. Das heißt aber letztendlich dann ja auch, dass der Verdienst viel größer ist und die Menge des Geldes, was sie letztendlich dann an pro Interplast spenden können, das ist also viel größer geworden durch eure Hilfe. Und deshalb also an euch an dieser Stelle ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Ihr seid klasse. Ja. Danke. Gut, und weiter geht's. Wo war ich stehen geblieben? Bei dem Honeycomb-Schal. Ein Muster von der Kirsten Kapoor. Ich habe euch gerade gezeigt, oh meine Güte, hoffentlich ist das nicht blöd mit dem Wind jetzt so manchmal. Ich habe also diese beiden Wollen ausgetauscht statt der ursprünglich geplanten. Und ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, ich habe ein Foto gemacht von der, also wenn ich diese Sachen finde, zeige ich es euch ja dann immer, von der ursprünglichen Kombo und dann der veränderten Kombo. Und ich habe mich total gefreut, das zu verwenden. Das war mal ein Geschenk von einer Freundin, die mir das Garn aus Irland mitgebracht hat. Weiß auch gar nicht mehr, welche das war. Das hier war ein Madeleine Tosh Garn. Ich hoffe nicht, dass das mir das ganze Tuch dann verfärbt, weil es könnte schon mal, wäre nicht das erste Mal. Ne? Und dann habe ich ja dieses Kontrastgarn genommen. Das war, also als die Hauptfarbe, die über das ganze Tuch läuft. Und zwar ist das von Marigold Jen. Die Farbe heißt Peanut Butter Fudge. Und das ist ein Garn, was Yak drin hat. 20% Yak. Also ganz kuschelig weich. Und die letzte Farbe, das war dann tatsächlich eine, die ich im Original ausgesucht hatte für dieses Tuch von Miss Babs. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich das hier rausfummel, damit ich euch auch sagen kann, wie die Farbe heißt. Das Garn heißt also Yummy to Ply und das ist Soul Food, heißt die Färbung. 100% Superwash Merino. Jo, eine mega tolle Farbe. Ihr wisst ja, ich mag Orange. Und da ist also dann auch, wie man sieht, genau dieses Grün drin. Und das komplementiert sich natürlich auch total. Und das ja sowieso. Na. Und jetzt zeige ich euch mal. Also, ich muss dazu sagen, Caro, danke, dass du mich dazu gebracht hast, mit diesem Tuch anzufangen. Das ist nämlich, hat mir so eine Freude gemacht, da dran zu stricken. Und zwar hier angefangen, dann kommt erstmals das Muster. Dann kommt dieses schöne Garn dazu. Also sorry, ich kann euch nicht sagen, was das ist. Sie hatte mir damals noch gesagt, ich sag dir noch Bescheid, ich weiß, was das ist. Aber hat sie das Label irgendwie immer vergessen. So geht's dann weiter. Und dann, oh, das war, also das ist echt meine Lieblingskombo. Da habe ich mich am meisten drauf gefreut, daran weiter zu stricken. Ich habe dieses Ding extra auf große Nadeln gezogen, damit ich euch das gut zeigen kann. Was war gestern Abend so müde gewesen, dass ich gedacht habe, jetzt muss ich sofort ins Bett. Und dann habe ich heute Morgen vergessen, dass ich mitten in der Reihe bin. Nee, Moment mal, so. Entschuldigung.
Also das wird noch mal ganz schön wachsen, kann man sich ja vorstellen. Dieses Honeycomb ist mit Hebemaschen gemacht. Wenn du da spannst, da kriegst du dann noch mal ordentlich was raus an Größe, ne? Und es ist also ein Tuch, was ich mit 3,5er Nadeln stricke, und da habe ich totalen Spaß mit gehabt. Man freut sich drauf nach den Streifen, wenn man dann das erste Mal dieses Muster stricken kann. Dann freut man sich nach den Streifen darauf, dass man hier die neue Farbe mit dem Honeycomb reinbringen kann. Dann denkt man auch nur noch ein paar Streifen und dann nochmal Honeycomb. Und wie wird es dann wohl mit der letzten Farbe? Einfach nur genial schön. Typisch, wie immer bei mir, ist das höchstwahrscheinlich kleiner als in der Originalanleitung. Das kann ich also schon sehen daran, wie das auf dem Patternbild aussieht, wie groß da diese Waben sind. Also meine sind echt nicht so groß. Und so wie ich mich an dieses Tuch erinnere, ich hatte das ja beim Maryland Sheep and Wool Festival an dem Stand von Miss Babs gesehen und habe gedacht, oh, das will ich stricken. Also völlig schockverliebt. Wie gesagt, ich denke mir, meins ist kleiner wie immer. Ich habe aber noch als diese Farbe, die ja bis zum Ende mitläuft, habe ich immer noch echt eine ganz ordentliche Menge hier. Und davon natürlich auch. Und man strickt immer 4 Reihen mit der Farbe und dann 2 Reihen mit der einfarbigen Farbe. Das wird also noch mal eine ganze Weile. Da kann ich noch so ein paar Honigwaben dann stricken. Ich hatte immer noch mal überlegt, machst noch mal so einen giftgelben Streifen rein. Und ich bin mir sicher, das würde genial gut aussehen. Aber ich habe gedacht, ich kann auch mal zur Abwechslung nach der Anleitung stricken. Außer, dass ich meins natürlich verlängere, bis ich zum Ende komme, weil jetzt schon laut Anleitung wäre das Tuch hier schon abgekettet nach der letzten Honigwabe hier. Jo. Dann, was wollte ich euch noch erzählen hierzu? Da war noch was. Bin jetzt gerade am Überlegen. Also 3,5er Nadeln. Ich mache es ein bisschen größer, strick so lange, wie mir die Wolle reicht. Oh ja, ganz, ganz wichtig. Wenn euch dieses Tuch gefällt und ihr wollt es stricken, lasst euch nicht davon verwirren, dass es heißt 6 Farben plus eine, also 7 Farben. Was in der Originalanleitung der Fall ist, ist, dass das ursprünglich wahrscheinlich dafür designt wurde, für ein Tuch, für ein Gradient-Set von Miss Babs, wo man, ich vermute, 6 halbe Stränge hat vielleicht. Und ich habe aber das dann eben so abgewandelt, dass ich mir 3 ganze Stränge genommen habe. Das heißt, es steht dann in der Anleitung immer mit Farbe 1 und Farbe 2, also Farbe, da habe ich dann gleich bestimmt, was ist bei mir die Farbe. Ich glaube, A oder B steht es in der Anleitung. Oh, und da ist ein kleiner Fehler in der Anleitung. Wenn ihr das stricken möchtet, direkt in den Notes, raschel, raschel, steht: The gradient set is referred to as Color A, Color B, und das hat nicht gestimmt. Color A ist the gradient set und B ist die Einfarbe, einfarbige Farbe. Also man hat dann quasi Farbe 1, 2, 3, 4, 5, 6 von dem Gradient Set, und da habe ich eben 1 und 2 ist bei mir meine erste Farbe, 2 und 3 meine zweite Farbe und so weiter. Na. Und das ist ja easy. Aber wie gesagt, B ist bei mir, also das habe ich dann so hier mir aufgeschrieben, B ist Marigold Jen und A ist Varies, also verschiedene, die verschiedenen Farben. Ja, das ist dann natürlich ganz easy. Man muss das nur wissen, weil am Anfang ist es ein bisschen verwirrend, wenn du das stricken willst und denkst, hä, was ist denn da jetzt los? Das passt doch gar nicht. Jo,
dann habe ich auch noch weiter gestrickt an meinen Sister Socks mit dem geschenkten Mini-Strang, halben Strang von einer Freundin aus Kanada, von der lieben Vicky. Entschuldigung, da hatte ich mir einen Glitzer-Mini dazu gesucht und habe mir dann den ersten Fuß fertig gestrickt und wollte dann den zweiten auch sofort gleich anfangen und habe dann aber gemerkt, dass das, was ich mir rausgesucht hatte, war mir ein bisschen zu, fühlte sich kratziger an als dieses Bündchen Garn. Also da hatte ich so ein Gelb und dann habe ich gedacht, nee, das stört mich vielleicht. Und dann habe ich in meinem Mini Skein Stash, ja, ich habe so einen, habe ich mir einen anderen Mini mit Glitzer rausgesucht. Also das hat Glitzer und dann wollte ich eben auch für den zweiten Socken Glitzer. Da habe ich jetzt aber noch nicht angefangen. Aber das ist total schön weich. Und ich habe mal eine Zeit lang ganz viele Swaps für Miniskeins gemacht. Ja. Für diese ganzen Scrappy-Projekte. Ja, da muss ich jetzt also einfach nur weitermachen. Ansonsten habe ich mir, und da ist wieder mein neues Dilemma, ich wollte ja einen neuen Pullover anfangen aus dem Neongelb, was ich neulich gefärbt hatte. Da sind übrigens, diese geile Farbe ist auch im Shop. Und ich hatte einen kleinen Swatch gestrickt und habe dann gedacht, ach, liebe Güte, wie ist das denn? Ich dachte, ich kann den Pulli mit 3,5er Nadeln stricken, kann dann von dem Muster, was ich mir so ausgesucht hatte, als für Guidelines, sage ich mal so, ne? Habe ich gedacht, ja, da kann ich dann wahrscheinlich, stricke ich dann wahrscheinlich einfach nur die größte Größe und dann kommt es schon hin. Habe mir so einen Mini-Swatch gemacht mit irgendwie so 3 Reihen oder so, bis ich maschen, dann denke ich, das kann ja wohl nicht sein. 3,5er Nadeln, da kommst du, das ist dir zu löchrig. Habe ich 3er Nadeln genommen, hat es mir viel, viel besser gefallen. Und jetzt habe ich hier eine Maschenprobe mit 3 mm Nadeln von 29 Maschen auf 10 cm. Habe das extra gewaschen, also meinen neuen Swatch, den ich mir dann nochmal gemacht habe. Und mit 3,5er Nadeln 26 Maschen. Wenn ihr mal euch auf Ravelry die Mühe macht und mal eine Suche macht bei den Strickanleitungen, da kannst du dir ja eine Einstellung machen, was für eine Garnstärke du verwenden willst. Da kannst du also, und da habe ich mal gesucht mit Lace oder Fingering. Die wenigsten haben da eine Maschenprobe von 29 Maschen. Also 26 sieht man öfter mal oder so. Also es ist wirklich, ich weiß auch nicht, was ich da, aber mir gefällt das einfach viel, viel besser. Da muss ich einfach wieder völlig alles umändern. Ihr könnt mal hier gucken, ihr seht es natürlich nicht. Ich finde das hier sehr durchsichtig, sehr, also schon schön, ne? Es ginge schon, aber ich habe gedacht, wie ich einen Wollpullover, der dann irgendwie wie so ein Netzhemd an mir hängt, wo man genau sieht, was ich drunter anhab. Nö, finde ich blöd. Das hier gefällt mir total gut. Ja. Das ist das mit den 3er Nadeln. Hier natürlich ist logisch 3er, 3,5er. Also das heißt, ich muss hier nochmal rangehen an dieser Stelle. Monika, vielen, vielen Dank. Ich habe da irgendwie echt so kompliziert gedacht beim Umrechnen. Ich kann es euch gar nicht mehr sagen, wie. Aber das Einfache ist natürlich, übrigens, ich ignoriere den Row Gauge. Ne? Reihen sind mir egal, das kann ich immer irgendwie anpassen. Aber genial einfach, was die Monika mir erklärt hat. Und zwar der Anschlag der Maschen geteilt durch die angegebene
Maschenprobe-Gauge-Zahl, also in meinem Fall, was weiß ich, sag mir mal, das wären 20 Maschen und meine Maschenprobe hat 30 Maschen. Okay, dann teile ich und sage, machen wir die Zahlen mal ganz einfach, 120 Maschen. Und dann teile ich durch die angegebene Maschenzahl 120 Maschen geteilt durch 20 sind 6. Und dann mache ich also 6 mal meine Maschenprobe, also 6 mal 30 Maschen. Und dann weiß ich, wie viel ich für meine Maschenzahl anschlagen muss. Baby einfach, ganz einfache Formel. Ich weiß nicht, wie kompliziert ich da gedacht habe. Ich kann es euch gar nicht mehr sagen, weil das ist so grandios genial. Und ich bin froh, dass wir neulich drüber gesprochen haben bei einem Zoom-Stricktreff. Ja, das war das. Und dann könnt ihr euch vielleicht noch erinnern an mein neues Honeysuckle-Garn, eine neue Base in der Färbung Craving the Light. Da habe ich mich mittlerweile entschieden für ein Tuch, wollte das neulich anschlagen und dann habe ich irgendwie gedacht, oh, das ist aber ja viel zu klein. Dann habe ich wieder genau das gleiche Problem mit meiner Gauge und bla bla bla. Also da steht auf der Anleitung. Auf der Anleitung steht, wenn du mit 3,5er Nadeln mit Lace Garn dieses Tuch strickst, hast du eine Breite von 1,50 m. Jetzt habe ich leider noch nie meine Wingspan gemessen, also das müsste ich mal machen. Also 1,50 m und wenn du mit 3,75er Nadeln strickst, kommst du auf 1,60 m. Sehe ich dann schon gleich. Das kommt also bei mir dann auf eine, da werde ich dann mit Sicherheit, ich block mal hier so ein bisschen den Wind ab vom Mikrofon, hoffentlich hört ihr mich trotzdem. Das heißt also für mich, dann wird das Tuch noch kleiner, also auch wenn ich da jetzt eine Vierernadel nehme. Okay, das heißt dann aber. Dann habe ich mir überlegt, ach du liebe Güte, das kann ich ja nicht stricken. Ich muss mir ein anderes Muster suchen. Das geht ja nicht. Bis ich dann die Erleuchtung hatte. Ich stricke einfach weiter und mache ein oder zwei Rapporte pro Seite mehr. Und jetzt zeige ich euch mal, wie dieses traumhafte Tuch aussehen wird. Ja, angeschlagen habe ich jetzt noch nicht, aber das wird jetzt ganz bald passieren und ich denke, da die Designerin, die Sue Berg, English is not my native language. Ich weiß nicht, wenn jemand das weiß, sagt mir doch mal Bescheid. Sue Berg. Sue Berg. Also, na gut, okay, egal. Sie hat also benutzt Cashmere Silk Lace. Und meine Wolle, die ich benutzen will, ist ja kein Lace Garn. Also das heißt, ich kann schon, also mit 4 mm Nadeln werde ich das Tuch stricken. Also die habe ich mir auch schon zurechtgelegt. Und ich habe zwei Stränge von diesem Garn. Ich habe noch, also wenn euch das auch so gut gefällt wie mir, ich habe davon jetzt noch nicht mehr verkauft. Die anderen beiden Stränge sind, glaube ich, beide weg. Ja, aus dem Shop. Und jo, dann ja, das wird also demnächst werde ich davon mit Sicherheit mehr färben. In dieser Woche habe ich tierisch viel genäht und davon aber gleich mehr. Ich habe gesponnen und zwar wollte ich meine Probe fertig spinnen, die ich euch beim letzten Mal gezeigt habe. Und sowas werde ich auch bald in den Shop stellen. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich dann für so einen Strang verlangen werde. Ich bin schon eine relativ schnelle Spinnerin, aber so ein Strang braucht trotzdem schon an, oh, weiß ich gar nicht, an Spinnzeit
bestimmt 4 Stunden ohne Verzwirnen. Und da habe ich ja noch kein Material dabei und habe noch nichts. Na gut, egal, das interessiert euch nicht. Es wird dann in den Shop gehen und wer sich's leisten kann, kauft es. Wer nicht, wird vielleicht infiziert und kriegt totale Lust, sich selbst so ein traumhaft schönes Garn zu spinnen. Also sowas habe ich ja für meinen Hub, für die Außenkante benutzt, was einfach absolut toll aussieht. Ich habe das noch nicht gewogen. Ich hatte da ja einen Testrun gemacht mit, wo ich dieses Grün reingemacht habe, wo ich eventuell mir eine größere Menge für ein Kleidungsstück spinnen möchte. Aber das Grün hat mich dann genervt, weil das so viele Nupsis drin hatte. Und es macht auch wirklich, also mit diesen Nupsis, muss ich sagen, nicht so viel Spaß zu spinnen. Wind, sorry. Ich schwöre es euch, als ich heute Morgen hier aufgebaut habe, war es absolut windstill. Naja. Aber ich finde diese Nupsis im fertigen Garn wirklich richtig hübsch. Und dann habe ich natürlich, man kriegt dann, also auch hier hatte ich wieder so einen kleinen Mini übrig auf der einen Spule, was ich dann mit sich verzwirnt habe. Jo, so sieht es damit aus und dann geht es hier weiter. Dann mache ich erstmal weiter mit dem neuen Stash, weil ich war in dem super tollen Wollladen in Moab. Und habe mir da also einen Strang, in Utah übrigens, habe mir da diesen traumhaft schönen Strang mitnehmen können. Ich glaube nicht, dass die Färberin online etwas macht. Also ich glaube, die verkauft wirklich nur über diesen Laden, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ein Singles Garn und jetzt freue ich mich schon drauf in meinen Stash. Mich zu stürzen, um mir eventuell was Schönes dazu auszusuchen. Ich habe noch eine ähnliche Färbung, die ich mal selbst gemacht habe, auch ein Singles Garn, wo ich gedacht habe, oh, vielleicht kann man da was Schönes kombinieren. Ja, und dann ist von der Frau, die den Strang gefärbt hat, habe ich mir auch noch ein Stück Eco-Dyed Baumwolle gekauft. Und ich habe davon schon mal gesprochen, dass mir das so gut gefällt und ich möchte wirklich auch irgendwann mal gerne einen Kurs machen und möchte das mal lernen. So schön. Und jetzt, wo ich es euch gezeigt habe, kann ich vielleicht auch mal was draus nähen. Ich denke, da mache ich mir eine Projekttasche draus oder so. Ja, dann habe ich noch was für mich genäht, was ich absolut genial klasse finde. Mir hat ja letztes Jahr eine liebe Freundin eine Bodolina-Tasche geschenkt und hat mir damit eine riesig große Freude gemacht. Vielen Dank nochmal. Und ich habe das Geniale war ja, ich habe ja ein System für meine Rundnadeln, ich habe ein System für meine liebsten Rundnadeln und das war dann das perfekte System für meine auswechselbaren Nadeln. Da habe ich mir noch nie ein Set gekauft, sondern habe angefangen, die zu sammeln, als meine Mutter mir eine Nadel vom Flohmarkt mitgebracht hat und ich die ausprobiert habe und so geliebt habe. Ich glaube, in Deutschland gibt es die bei Lana Grossa und hier in Amerika heißen die, glaube ich, Knit Pro. Und das habe ich also hier reingetan. Ich hatte nur dann, als ich mir so ein paar mehr Spitzen gekauft habe, hatte ich das Problem, ich zeige euch das mal hier, dass ich hier vorne nicht genug Fächer hatte für meine Nadelspitzen, weil hier vorne sind die abgenäht, aber hier hinten nicht mehr. Und das macht auch Sinn, weil dieses
Akkordeon, wenn man es mal so nennen will, das wird hinten zu höher. Das heißt, eine Nadel würde hier hinten total drin verschwinden. Mach mal Pause nochmal wegen dem Wind. Das ist ein bisschen ärgerlich heute, sorry. Ja, und dann hatte ich eine zündende Idee. Ich habe also immer noch hier vorne so eine ganz kurze für, also eine Mütze oder sowas, habe ich eine ganz kurze, zwei Spitzen drin. Die rutschen mir immer ein bisschen zu tief rein. Schade. Aber diese dicke, ich glaube, die habe ich sogar doppelt, die hier drin ist. Und dann, oh, das wäre doch mal was. Liebe Frau Bodolina, keine Ahnung, ob du diesen Podcast guckst, aber wenn ja, oder vielleicht jemand, der dich kennt, das wäre doch mal eine gute Idee. Hier unten, wo diese Spitzen reinkommen, einen Abnäher in diese Fächer, bei den Fächern zu machen, damit die Nadeln nicht zu weit runterrutschen. Die ist okay, aber hier habe ich jetzt diese kurzen, die sind schon zu weit drin. Und auch schon, wie man sieht, wenn ich die, oh, der Wind ist ja so blöd. Ich komme mal näher. Also auch schon, wenn ich die jetzt hier rein tun würde, wären die so tief drin, dass die ein bisschen schwerer zu fassen sind. Also ich krieg die raus, ich drücke auch ein bisschen dann von unten, ist alles okay, nicht wirklich ein Problem. Aber kleiner Vorschlag, weil das kann man jetzt natürlich nicht mehr machen, ne? Da kommt man nicht dran, schon gar nicht mit der Maschine. Ja, war so ein Gedanke jetzt eben gerade. Okay, hier hinten natürlich absolut genial, da habe ich meine Seile dran. Drin. Da ist ein mega cooles Reißverschlussfach und ich habe das nicht von der Frau Bodolina geschenkt bekommen, übrigens, falls jemand, der sich das fragt. Und hier oben habe ich dann diesen Verstelltool, ja, so rum. Dieses kleine Werkzeug, was man benutzt, um die Nadeln auszuwechseln, die Nadelspitzen. Und dann habe ich immer gedacht, oh, ich habe eine geniale Idee, wie ich mir da was machen kann, dass ich mir was machen kann, wie ich alle Nadeln hier reinkriege. Und das habe ich dann vor ein paar Tagen gemacht. Und zwar habe ich mir das hier gebastelt. Passend für meine Nadeln. Ich habe also zwei Stoffstücke aufeinander genäht und habe mir zwischenrein ein Stück Aufbügel, ich weiß nicht, ob man das auch Flieseline nennt, aber es ist ein ganz, ganz steifes Material. Also das ist zwar leicht biegsam, aber trotzdem schön steif, dass es sehr benutzerfreundlich ist, sagen wir mal so. Mit Schrägband außenrum und dann habe ich hier mit so einem Stift, den ich mit einem heißen Bügeleisen verschwindet, der dann, da habe ich mir die Nadelgrößen dann drauf geschrieben. Und so sehe ich sofort, wo was drin ist, ohne dass ich mir die Nadel abmessen muss oder Lesebrille suchen muss, um das abzulesen. Und habe mir das dann natürlich in der Länge genäht, hier vorne auch mit dem Aufsatz, dass ich hier die Nadeln gut dann mir rausnehmen kann. Davon habe ich mir zwei gemacht und der Abstand, den ich hier dann benutzt habe für die Nadelfächer, sagen wir mal, den habe ich hier ein bisschen größer gemacht für die größeren. Hier habe ich das nicht ganz so gut überlegt, weil hier wollte ich es halt enger für die dünnere Nadel, habe hier vorne, da ist auch normalerweise noch eine Nadel drin, die 3,5er, aber hier hinten kriege ich natürlich nicht mehr eine 5,5er Nadel rein, also nicht mehr zwei davon, ne? Aber ist egal.
Und ich habe mir das vom Format her so gemacht, dass die also genau schön da drin sitzen. Ich zeige es euch mal. Also die haben so ein bisschen Reibung beim Reinstecken und sind dann genau hier vorne drin, wo sie ein kleines bisschen rausgucken. Und ich bin so happy. Hatte mir jetzt neulich auch noch übrigens von Knitter's Pride heißen die Nadeln in Amerika. Stimmt gar nicht. Es ist Knit Pro in Deutschland und Knitter's Pride in Amerika. Und auch bei passen auch für Knit Picks Nadeln. Jo. Ja, das ist doch genial, oder? Ja, könnt ihr euch nachnähen, wenn ihr ein bisschen nähen könnt. Jo, dann habe ich euch ja schon ganz oft meine Taschen gezeigt, die ich sehr oft benutze. Wind. Und hatte eben, als ich hier angefangen habe zu nähen, bin ich dann gleich bei meiner Nähmaschine geblieben und habe gedacht, oh Mensch, jetzt machst du dir mal noch ein paar schöne, jetzt nächste Mal noch Taschen fertig. Also wenn ich Taschen nähe, also Projekttaschen, dann mache ich es in der Regel so, dass ich mir eine größere Menge gleich zuschneide. Also könnt ihr euch ja vorstellen, du hast einen Meter breiten Stoff. Du schneidest dann zu, dann schneidest du gleich ein paar Stoffstreifen für die Griffe, dann schneidest du gleich vielleicht eine Sockengröße und eine Schalgröße zu. Also so irgendwie vom Arbeitsverlauf her macht man natürlich irgendwie, um rational zu sein, nicht nur schneidet man nicht nur für eine Tasche zu, sondern gleich für eine größere Menge. Und so hatte ich schon einige zugeschnitten, wollte aber auch noch ein paar neue zuschneiden, weil ich habe früher, als die Kinder noch kleiner waren, habe ich oft auch kleine Mäppchen, Stiftemäppchen genäht und habe die dann hier billig angeboten, wenn ich hier einen Tag der offenen Tür einen Verkauf hatte. Und neulich hat mich eine Freundin von der Fiona gefragt, ob ich denn noch solche Mäppchen hätte. Sie würde sich gerne ein neues von mir kaufen, um das dann mitzunehmen zum College. Und da freue ich mich natürlich tierisch. Die hat mittlerweile einen ganzen Stapel Stiftemäppchen, wo sie sich was aussuchen kann und natürlich auch ohne das zu bezahlen, einfach weil ich mich so tierisch darüber gefreut habe. Ja, und das hat mich dann natürlich zum Nähen gebracht und in den Stoffen wühlen und dann habe ich losgelegt. Und ich versuche mal das schnell zu machen. Ich zeige euch auch nicht die Innenfutter, sondern einfach nur die Vorder- und die Rückseite, weil ich eigentlich mit ganz wenigen Ausnahmen sind die Stoffe vorne und hinten verschieden. Und mit ganz wenigen Ausnahmen ist der Griff so lang, dass man die Hand durchtun kann und das innen ein Samtstreifen dran genäht ist. Huch! Was ist denn hier los? Katzenalarm. Das ist die Sockengröße. Da habe ich das Format ein bisschen verändert. Das war ursprünglich mal noch 2,5 cm kürzer und das habe ich verlängert. Das hat also so einen Boden auch. Dann hier ist eins. Da habe ich einen Fehler gemacht beim Reißverschluss. Sowas geht dann nicht zum vollen Preis in den Shop. Aber schön ist sie trotzdem. Da steht Albuquerque drauf.
Das wird auch verbilligt. Da habe ich auch einen Reißverschlussfehler gemacht, wenn ihr das sehen könnt. Hier ist das zu breit genäht. Und übrigens, ihr seht, außen ist es nicht abgesteppt, aber immer innen, damit der Reißverschluss nicht hängen bleibt beim Auf- und Zuziehen. Alle von den Taschen werden in der nächsten Woche nach und nach in den Shop gehen. Beziehungsweise möchte ich ungern, also wenn ihr was seht, was ihr haben möchtet, bitte schreibt mir eine E-Mail, siawolf@comcast.net. Dann würde ich das gerne außerhalb von Etsy machen, weil ich irgendwie den Verdacht habe, dass das Shipping über Etsy länger dauert. Ich wollte euch aber auch noch in dem Zusammenhang Shop sagen, je mehr ihr kauft, und ich weiß nicht, wo das Limit ist, es kann immer mal sein, dass der Zoll euch noch mal was draufschlägt und dass ihr euer Päckchen beim Zoll abholen müsst. Leider. Ich habe darauf keinen Einfluss. Ja. Also, wer hiervon was will, würde ich lieber gerne außerhalb von Etsy verschicken und dann braucht ihr aber PayPal, um mir das Geld zukommen zu lassen. Shipping ist in der Regel ungefähr 13 Dollar bei einer Tasche. Ich werde das jetzt mal probieren, dass ich eine Tasche schicke, ob die als Brief durchgeht. Aber ich meine, ich hätte da schon mal gefragt und da hat Post gesagt, nee, nee, da merkt man, dass da was drin ist. Das muss also eine Angabe drauf für einen Zoll, was da drin ist. Ja, schade. Lamas, Alpakas, keine Ahnung. Green and Red Chili, das ist ja für New Mexico. Ne? Wir sind ja das Chili Capital of the World, quasi. Oh, ich weiß schon, wem das gefallen wird. Traktor. weiß ich noch nicht, ob ich die in den Shop packe. Das ist mehr so eine kleine Accessoire-Tasche. Dann habe ich hier noch zwei, die sind drin. Das sieht man auch, das ist das alte Format. Da passt trotzdem locker ein Strang Wolle rein. Aber ist einfach ein kleines bisschen kürzer noch. Also perfekt, immer noch für Socken. Ich glaube, die war im Shop und diese hier ist auch noch drin mit den Zombies. Dann ganz selten mache ich auch mal so ein quadratisches Format. Liebe diesen Stoff. Noch ein Träger. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die Hexen noch drin habe oder nicht. Die liebe ich ja so, diese Pin-Up-Hexen. Könnte sein, dass ich die rausgenommen habe, weil die so Halloweeny sind. So, jetzt kommen wir zur Tuchgröße. Ich hier so eine Zwischengröße zwischen
Pulli und huch, da hängt ja noch ein Faden dran. Zwischen Pullover und einem großen Tuch. Und diesen Stoff, den ich dafür benutzt habe, für hinten drauf, den finde ich auch so toll, weil da das glänzt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. So eine Art Glitzer. Also so richtig wie Blasen im Wasser. Und das ist aber echt so ein Stoff, den kann man auch so, der ist so schwer zu schneiden, weil der so großflächig ist. Da weiß man irgendwie gar nicht, wie man den schneiden soll. Deshalb habe ich da, glaube ich, auch so eine Off-Größe gemacht. Was habe ich denn da innen rein? Jetzt bin ich neugierig. Ah, ja, habe ich extra dafür auch zugeschnitten. Ja. Jo, und dann... Standard auch empfanden innen drin. Das habe ich nicht immer so perfekt passend. Die finde ich auch so toll. Ja. Nochmal diesen schönen und noch einmal die Hot Dudes. Die Gärtner. Mit Rosen. Mal gucken, ob hier drin der Rose. Ja, ich wusste, irgendwo hatte ich noch so einen Rosenstoff. Okay, ich mache jetzt ganz. Ich beende das jetzt mal ganz schnell, weil der Wind ist zu doll. Ich hoffe, ihr habt mich trotzdem gut gehört und ich sage tschüss, bis bald. Strickt was Schönes. Thank you.